Herzlich willkommen auf Hermes Alp TV. Ja, jetzt bin ich am neuen Baufeld 9 angekommen und jetzt mache ich auch mal das Schwenken und drehen können. So, wie man jetzt hier sieht, am Bahnsteig 4 hat man jetzt die sogenannten Bodenplatte betoniert. Wo dann nachher auch irgendwo hier die Schalthafen, also die Schalthafen liegt, seht. Hier ist das Bahngleis 8. Das heißt, das hier ist jetzt alles auf dem Niveau von der Fahrstraße. Und ihr müsst euch so vorstellen, wenn man das jetzt alles betonieren würde auf einmal, dann würde hier an der Fahrstraße nämlich der ganze Beton wieder auskühlen. Ja, und das wäre nicht so gut. Deswegen tut man erst eine Schicht betonieren und dann hinterher die zweite Schicht betonieren. Aber was jetzt ganz neu betoniert ist, ist hier drüben. Wie ihr wisst, von meinem letzten Video, wo ich hier war, dass hier das Ganze noch nicht betoniert war. Das hier. Ja, das hat man jetzt alles hier in der letzten Zeit betoniert. Ja, da drüben ist man auch nicht so allzu weitergekommen. Einfach jetzt daran, dass man das da hinten nimmt als Lagerfläche. Und hier müssen ja dann auch noch Rohre rein. Hier. Hier müssen Rohre rein in diesem Bereich. Ja. Und dann wird man diesen Bereich wahrscheinlich auch anfangen zu armieren. Was aber jetzt sich geändert hat, und zwar hier drüben, wo schon seit Ewigkeiten diese Bretter liegen, hat man jetzt angefangen, auch Schaltafeln aufzubauen, und zwar für da, wo nachher die Schächte sind, für die Elektrokabel, ne, für den Medienkanal. Ne? Ja, und da denke ich mal, dass man da demnächst auch irgendwann anfangen wird. Ja, dann hat sich hier auch ein bisschen was getan. Neben dem Kran, da haben wir auch ein Stück weiter armiert. Und da stehen mittlerweile, wie ihr auch seht, schon Schalthafen, dass man den Rest auch noch voll betonieren kann. Ja, was hat sich da drüben getan? Da sieht man jetzt noch nicht allzu viel. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns gleich mal aus der Nähe an. Erstmal einen Blick so drüber weg. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in diesem Video von dem Steg aus da drüben wieder. Und dann sage ich bis gleich. So, hier kann man jetzt sehr schön die Bohrpfähle sehen, wo nachher praktisch die Spannarmierung gelegt wird, die den S-Bahn-Tunnel überspannt. Ja.
schon, die Treppenhäuser sind alle nahezu fertig. So, jetzt sagen wir, gehe ich mal ein Stück weiter. So, jetzt bin ich ein Stück weiter. Wie ihr jetzt hier sehr deutlich sehen könnt, hat man jetzt hier auch schon angefangen, so Stahlträger einzuziehen für dieses Spannbett, das dann nachher hier rüber gespannt wird. Ja, von der anderen Seite. Na, wie ihr seht, kann man das sehr deutlich sehen. Da drüben sieht man auch die ganzen anderen Bohrpfeile. Sogar schon eingeschaltet, wie ihr seht. Aber das schauen wir dann auch vom anderen Fenster aus an. Ja. Ihr seht, es tut sich was in Stuttgart. So, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich vom anderen Fenster wieder. So, nun bin ich beim anderen Fenster angekommen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von dem Fenster aus an. Ihr seht, wie er einiges getan hat. Aha. Auch hier drüben. Sich schon etwas getan. Da seht ihr wieder die Bohrpfähle und die Stahlträger für das Spannbeton. Und da arbeitet man, wie gesagt, mit so einer vergessenen Schalung, die dann einfach da drin bleibt. Und hier haben wir ja vorher gesehen, haben sie schon eingeschaltet. Und da unten ein weiteres Stück zu betonieren. Seht ihr diese Flächen? Vordere Treppen sind ja stellenweise schon betoniert. Also vorbetoniert. Und jetzt dieses Stück hier ist ganz betoniert. Und diese Stellen sind immer höher wie jetzt der S-Bahn-Tunnel. Ja? Also für diesen Spannbeton. Ja? Also dass es nicht direkt auf dem Bahnhof, auf dem S-Bahn-Tunnel aufliegt. Ja? Also bis gleich zum nächsten Fenster. So, mittlerweile bin ich am nächsten Fenster angekommen und schauen wir uns mal an, was da so los ist. So, wie ihr seht, nochmal das gleiche, was ich vorher schon mal gezeigt habe, aber jetzt sehen wir da etwas mehr. So. Und das Gelbe hier hinten.
Das sieht mir so aus, als wenn das eine armierte Fläche wäre. Und jetzt noch betonieren muss oder vielleicht schon betoniert ist. Das ist alles für den Bahnhof. Also ich denke mal, dass das als Bahnhof Außenwand genommen wird. Ja, und auch hier wieder die Stahlträger, die Bohrpfähle für die Spannarmierung. Und auch hier hat man schon eingeschalt, um die erste Fläche zu betonieren. Und zwar, dass es auf dieser Höhe ist. Und hier will man jetzt dann schon die nächste Höhe betonieren. Ja, dann schauen wir mal auf die andere Seite. So, meine Lieben, hier sieht man die Fundamente. Ich denke mal, dass die einfach damit zu tun haben, um nachher das Bahnhofsdach einfach drauf zu legen. Alles braucht ja Halt, ne? Weil man darf ja so gesehen nicht in den Wohnungsbau reinbohren, sonst hätten wir das Denkmal verletzen. Ja. Also denke ich mal, dass es so das Bahnhofsdach dann nachher ist. Und hier haben wir auch angefangen zu armieren. Also da wird man einfach ganz normale Bodenplatte machen. Ja. So. Es gibt ja nachher den Übergang zu den Bahnsteigen. Weil dieses ist ja die Fläche von dem ganzen Gelände eigentlich. Und hier, wo die Durchgänge waren vorher, das ist ja alles über dem Gelände. Also das hier ist alles das eigentliche Gelände hier. Und das muss man ja betonieren, ne? Weil man ja da nachher dann zu den Bahnsteigen geht. So, und jetzt gucken wir uns gleich mal an, was hier drüben passiert. Bis gleich. So, und auch hier liegen oder stehen wieder diese Gerüste rum. Hier hat man noch ein paar Schalungsteile abgelegt. Und da drüben fängt man jetzt an mit der nächsten Keltstütze, die zu armieren. Also bis zum nächsten Fenster. So, nun bin ich beim nächsten Fenster angekommen. Und jetzt schauen wir mal, was hier so alles Geniales gibt. Also ihr seht, selbst die Flächen unter den Keltstützen werden optimal ausgenutzt und hier steht natürlich der Kran. Ja, ich sage, gleich zum nächsten Fenster. Ja, jetzt bin ich am nächsten Fenster und so mit an der nächsten Keltstütze, wo armiert wird. Aber wie gesagt, aus der Sicht kann man nicht sehr viel erkennen. Ja, schade, neue Bauturmforum noch nicht geöffnet hat. Sonst würde man mehr sehen. So, und das heißt, bis gleich. Ja, jetzt würdet ihr wahrscheinlich euch fragen, was ist das blaue Licht? Ganz einfach, das blaue Licht, jetzt ist aus, ist, jetzt ist wieder an. Wenn man zum Beispiel macht, dass man hier am Hauptbahnhof ist, bringt die ein sehr schönes Licht auf die Keltstützen. Das ist wirklich genial. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen.
wenn ihr hier in Stuttgart seid. So, und auch hier haben wir die nächste Kelchstütze. Wie gesagt, die ist ein Randkelch hier. So, und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, so, mein Lieben, jetzt habe ich mal noch ein bisschen ausgefahren. Ich gehe jetzt im anderen Steg und jetzt schauen wir mal, wo wir es reinfangen können von der Kelchstütze. Aber das ist so hoch. So, also das war gerade eben so hoch. Also weiter hoch kann ich leider nicht, weil dann sieht man nichts mehr. Und die Scheiben sind auch relativ dreckig, wie man sieht. Ja, schmutzig. Aber die sieht eigentlich von mir aus so weit fertig oder fast fertig aus, armiert aus. Ja, also aber es dürfte nicht mehr lange dauern, bis da der Beton fließt. Also bis gleich. Ja, wie man hier sehr deutlich erkennen kann, nutzt man natürlich auch diesen Platz hier als Lagerfläche. Ja. Warum einen Platz verschenken, ne? So. Bis gleich. Ja, mein Lieben, jetzt bin ich ein Fenster weiter. Und was gibt's hier zu sehen? Also, unter mir stehen erstmal die Schalungselemente rum. Und dann gibt es das hier. Armierung, die nach oben geht. Für die Arkaden, was auch auf der anderen Seite ist. Ja. Weil das ist ja noch alles offen. Ne? Da gibt es dann halt so eine Bahnsteige. Ja, bevor man natürlich da Kelchstützen aufbaut, tut man da natürlich auch nochmal solche kleine Stützen bauen, ne? Ja, wie gesagt, da hinten haben sie armiert zum Betonieren. Also nachher so gesehen, der Boden ist zum Zugang zum Bahnhof. So, also bis gleich. So, mal ein Blick auf den Bahnhofsvorplatz. Ja, da hat sich auch nichts verändert, außer hier diese Erdhaufen, wo man hier aufgehäuft hat. So, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter rüber. Upsa. So, weil hier hat man ein Stück aufgefüllt. So, wie ihr seht, hier die Wand ist auch schon komplett betoniert. Ja, jetzt gehe ich mal zurück rüber, mal zurück hoch. Bis gleich. So, weil hier ist eine Vertiefung, das habe ich jetzt erst heute gesehen. Ich denke mal, dass das auch irgendwas mit den Zugang zu tun hat zu den Bahngleisen nachher. Weil hier ist ja nachher auch ein Eingang, Bahnhofsvorplatz mit einem riesen Glasdach und so weiter vorgesehen. Ne? So, jetzt stehen wir wieder ein Stück runter. So, wie schon da vorne, denn auch hier Rüsteile rum und diese Geldstütze, die schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Aus dem nächsten Fenster, bis gleich. So, meine Lieben, da ist die Geldstütze. Meine Kamera ein bisschen nach höher gestellt, damit ihr einen Blick drauf habt, wie die Geldstütze jetzt hier aussieht. Also, was meint ihr? Also, ich sag mal, ich
ein Viertel fertig. Ne? Weil innen sehe ich natürlich, dass da noch einiges ist, zu machen ist. Ne? Aber immerhin ein Viertel fertig. Ich tue mal auf. Also ihr seht, so noch ein bisschen. Ja. So, und dann sage ich bis gleich im nächsten Fenster. So, jetzt habt ihr mal noch einen besseren Einblick. Also es sieht schon noch ein bisschen, aber ich denke, dass man sie auf jeden Fall in diesem Jahr noch betonieren kann. Na? Und wenn ihr mal schaut, alles bis die Schräge beginnt, ne? Ist noch zu armieren. Also da fällt schon noch ein ganz schönes Stück. Ne? Aber ich denke mal, das schaffen die auch noch. Also bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, also diese Seitenwand sieht auch so aus, als würde man sie bald betonieren können. Ne? Also es geht voran, also bis gleich. Und zwar von Bad Rimhaus. Bis gleich. So, meine Lieben, wie ihr wisst, war ja hier letztens noch ein Bauzaun. Ja, aber dieser Bauzaun ist jetzt mittlerweile verschwunden. Und bevor ich euch hier von der Gang aus, also den Steg aus probiert habe zu filmen, oder gefilmt habe, war ich mal in dieser Tür und habe geschaut, ob die offen ist, aber leider ist sie nicht offen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, bis wir hier in diesen, in das Turmturm rein können. Also, bis gleich. So, mittlerweile bin ich jetzt hier auf dem Steg in den Park angekommen. Ja. Und diese Kältstütze ist mittlerweile eingeschaut. Das heißt, die wird, denke ich mal, nächste Woche betoniert. Und dann kannst du auch weitergehen. So, also bis gleich. So, und nun bin ich mittlerweile weitergekommen und jetzt sieht man auch mal hier die seitliche Sitzwand. Aber da fällt es noch. Ist noch nicht ganz so weit. Da fehlt es noch ein bisschen an Armierungsstahl, habe ich festgestellt. Aber was jetzt gemacht wird in letzter Zeit, sind diese Zwischenräume verfügt. Und dafür braucht man diese Gerüste. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein Stück weiter. Ja, mittlerweile stehe ich hier am Gartenzaun und, wie man feststellt, keine Mundschutzmasken für Obdachlose. Leider. Schade. Na, also. Für alle, die mal hierher kommen, bringst du mal ein paar Mundschutzmasken hin. Die Leute brauchen die genauso. Also bis gleich. So, und hier haben wir nun einmal Schaltafeln aufgestellt zum Betonieren. Das ist schon der Medienkanal.
und da vorne hat man Schalungs Einheiten aufgebaut. Ich denke mal, dass da die nächste Kältestütze hinkommen wird. So, dann würde ich mal sagen, mal ganz hoch komme ich leider nicht. So, war es das erstmal mit diesem Video. So, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn jederzeit hier unten kostenlos abonnieren und hier rechts drüben das Glöcklein, das Glöcklein drücken. Und dann bekommt man Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video auf MSALB TV. Und das wird vom Wullesteg kommen. Und bleibt mir gewogen und bitte bleibt gesund.